Recht herzlich willkommen zur 190. Folge von Simotrans. Ja, wir hatten hier den Geflügelhof gemacht mit diesem schicken Bus, der da gerade einen hat. Wollten wir uns zum Ende der Folge erst angucken. Jetzt gucken wir mal gerade, wie viele am Geflügelhof warten. 6 Leute, okay, er fährt also nochmal mit vielen Leuten zurück. Vielen Leuten ist Anführungsstriche gesagt natürlich fast 20% hat er drin. Okay, aber das ist halt so. Okay, da werden wir nachher wieder reingucken. Wir müssen weitermachen. Wir schauen mal auf die Belegung hier. Da oben ist nix. Hier ist auch nix. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das letzte Mal irgendwo hatten wir ja was gemacht. Ne, das war auch hier sogar, ne? Ja, dann gehen wir doch mal weiter gucken. Ist ja nicht schlimm. Da oben gab es ja nichts mehr, ne? Nein, es war nichts mehr da. Mal Karte groß, wir gucken weiter. Wir sind jetzt hier bei Adenau, dann gucken wir hier noch. Hier ist ganz viel Straße gebaut, aber leider keine Häuser dran. Hier ist wohl nichts, hätte ich beinahe gesagt, aber hier unten ist tatsächlich eine Bushaltestelle zu bauen. So, das bedeutet, wir müssen nach hier unten raus. Mach das mal weg. Straße 50. Das ist unsere Bushaltestelle, die da auch ist. Dann würde ich jetzt sagen 1, 2, 3. Rein theoretisch. Da lang, ne? Weil dann passt es ja mit der Bushaltestelle, oder? Und daneben kommt der Buskasten. Der Postkasten, nicht der Buskasten. War das jetzt der Postkasten? Ja, sieht so aus. Dann haben wir das da auch. Und jetzt müssen wir noch eine Linie ändern, die da irgendwo in der Gegend fährt. Stadtbus Ost ist das. Linienstraße ist das Singens A. B, C, D, E und schon F. Das heißt, da muss eine neue Linie her. Das und das und dahin. Fertig. Und dahin. So, das Kind muss noch einen Namen haben. Stadtbus wie nennen wir das? Radolf Zell Ostrand. Naja. Machen wir Vorstadt Ost. So hört sich doch besser an, oder? Haben wir. Bus drauf. Wer war das? Der hier. Und Stadtbus. Der war es nicht. Radolf Zell. Vorstadt Ost. Knapp daneben ist auch vorbei. Starten. Läuft. Schließen. Schließen, angucken. Daneben legen. Ja, sorry, ich bin immer noch erkältet. Tendenziell etwas besser werden, aber immer noch nicht gut. So, der fährt jetzt da hinten alleine hin. Wollen hoffen, dass es irgendwo anders was auch noch demnächst gibt. Ist der das? Naja, ist er. Aber ich habe mehr hier unten offen, ne? Aber da wird nicht viel sein, dass da einer hin will, ne? Das ist klar. Wenn da jetzt einer wartet, dann ist das, weil er frisch ist. Noch nicht mal das ist es. So, das ist so ein Minuskandidat.
Da kann man nicht nur, da sollte man sogar gucken, dass wir da eine Wartezeit einbauen, ne? In den Fahrplan. Oder nicht eine Wartezeit, sondern vielleicht eine Befüllungsrate. Vorstadt Ost ist da, Linie ändern. Vielleicht, nee, da ist doof warten. Warten muss er, wenn hier. Und Mindestbeladung 1%. Das heißt, sobald da einer steht, nimmt er den mit und fährt wieder. So, dann machen wir gerade schneller, wollen wir doch mal gucken. So, er wartet jetzt, bis da endlich einer kommt. Und da hat er einen und dann fährt er auch. Das ist so ein Anruf-Sammeltaxi, ne? Jetzt ist nur interessant, fährt er denn zurück mit Gästen? Nein, hat er keinen, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Dann wartet er halt immer da auswärts und der fährt relativ zügig dann mit dem einen los. Also ist besser, wie gar, dass er die ganze Zeit fährt. Okay, dann haben wir das auch. So, das haben wir geguckt. Hier hat sich nichts geändert. Alles gut. Gehen wir weiter in der Karte nach Döbeln. Das Haus ist, glaube ich, hier durch abgedeckt. Na ja. Hier fehlt ein Stück, ne? Und das ist so ein Firmensitz, der ja auch, ne? Ordentlich was bringt. Da müsste man jetzt hier hochfahren. Kurz einmal gucken, hier unten ist nichts. Ja, bauen wir da noch was aus, oder? Straße. Wenn ich die jetzt mache, dann ist das abgedeckt dadurch. Also brauche ich nur gerade hochziehen. Entschuldigung. So. Aber da muss ich hier erst planieren, ne? Eins, zwei, drei. Das heißt dahin. Das heißt Bodentool. Und so, oder? Das ist schon richtig. Das ist richtig. Und das ist auch richtig. So. 1, 2, 3, 5. Bis dahin müssen wir. Und da kommt die Bushaltestelle dann auch hin. Da. Ja, das muss so. Und der Postkasten dahinter. Passt. So, dann können wir das alles schließen. Jetzt müssen wir hier gucken, welcher Bus da vorher ist. Der zum Beispiel hier anhält. Und wie viel Halter der hat. Döbeln West. Da geht noch was. Linie ändern. Obwohl das eher zu Nord gehören würde, ne? West, Ost. Ne, West ist schon richtig. Döbeln. Waldweghafen. Dann den hinzugefügt. Das ist der Lehmweg und dann wieder Waldweghafen. Dann passt's. Dann haben wir das angebunden, ne? So, dann wird die Haltestelle auch angefahren und hier ist alles im grünen Bereich, oder? Würde ich so sehen. So, Karte. Sonderhausen. Wächst und gedeiht, wie wir hier oben sehen, hat ganz viel gemacht und ja, braucht jetzt da tatsächlich eine Bushaltestelle, die natürlich hier am Hang sein müsste, ne? Gut. Ist halt so. Eins, zwei, drei, das passt also so. Aber wir müssen von da kommen, sonst haben wir nicht genug gerade Straße, ne?
Ist halt so. Und einmal da und einmal da. Erledigt. So, jetzt müssen wir nur feststellen, wer dahin fährt. Details haben wir hier für Sonderhausen Nord. Das können wir wohl so lassen. Da geht auch noch was dran. Rosenweg ist das nächste. Das heißt, wir müssen am Ende wieder den Rosenweg erst haben. Und dann den. Fertig. Sollte auch funktionieren. Haben wir das weiter. Hier unten ist zwar erweitert, aber noch kein Häuschen dran. Der Rest passt. So, dann können wir jetzt da nach Lauter gehen. Hier gibt es Straße, aber noch nichts. Hier auch. Jo, da fehlen noch die Häuschen dran. Hier ist alles abgedeckt soweit. Dann haben wir Floto als nächstes. Da ist nichts. Da ist große Straße, aber noch keine Häuser dran. Hier oben ist wieder was. Gut, dann müssen wir mal genau überlegen, wie wir das hier machen, ne? Hier haben wir eine Bushaltestelle. Und da, das heißt, diese zwei Felder, das heißt, hier wäre das, ist das da drinnen? Ja. Das wäre so. Und so und so. Passt. Haben wir das? Jetzt müssen wir noch die Linie anpassen. Gucken wir mal, wer hier lang fährt und wie viel. Geht auf jeden Fall. Linie ändern. Platinweg. Lemurias Schmiedehafen ist richtig. Die muss als erstes dran. Und dann da. Dann haben wir das auch abgedeckt. Passt soweit, ne? So, das ist abgedeckt, da ist nichts. Hier unten ist auch nichts. Das Wasser ist dann das nächste im Weg, da passiert auch nichts. Dann haben wir noch Waldeck gerade hier unten. Waldeck ist aber nicht. Doch, Waldeck hat auch. Aber nur hier unten. Dann müssen wir mal gerade gucken, dass wir Waldeck hier noch machen. Ja, das ist natürlich hier schwierig, da zu sehen. Das ist da. Das heißt, die Grenze ist dort. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet hier. Ich glaube, wir müssen die Straße hier so haben. So sollte es sein. Ja, und dann noch die Post daneben, ne? So, und dann muss der Bus, der da hält, noch genommen werden. Das ist jetzt gerade schlecht, als lass mal gerade gucken. West ist es. Entschuldigung. Linie ändern. Karl Marx und da. Und passt. So, dann fährt er auch dahin und bringt dann effektiv Leute dahin. Hier ist natürlich schon eine ganz lange Straße. Die muss nur noch irgendwann mit Häusern bestückt werden, ne? Damit die Stadt wächst. Muss hier auch irgendwo noch was hin, ne? Naja, das wird auch werden. Haben wir es erst. So, dann müssen wir nächstes Mal
hier oben noch die drei Städte machen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ein Video hochgeladen wird von mir, Kommentare, schreibt sie rein, dann können wir mal gucken, was wir damit machen. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.